Genau, ich sage jetzt ein Hallo in die Runde im Namen der Corporate Learning Community. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, wir sind schon im fünften Corporate Learning Sprint. Also wir haben schon vier hinter uns. Jetzt Performance Support. Thomas Jennewein ist schon da. Ihr seht auch schon hoffentlich den ersten Slide auf der Spielfläche. Vielleicht noch etwas kurz einleiten zum Thema. Performance Support ist ja, also ich komme jetzt gerade, fangen wir von der Seite an, 3 Tage Zukunft Personal in Köln und habe natürlich auch, also erstens mich mit dem Thomas Jennewein getroffen und wir haben das Thema dort gemeinsam, oder er hat es hochgehalten, ich habe moderiert. Und dann habe ich hier drumherum so ein bisschen auch links und rechts mal gehört, wie es dem Thema gibt und wie es dem Thema geht. Und es tauchte in zwei, drei Stellen oder Kontexten wiederholt auf. Und zwar häufig dann, wenn Menschen, also Learning-Experten, Trainer, Referenten davon erzählten, dass der E-Learning-Content in ihren Unternehmen und Organisationen nicht mehr so funktioniert, dass Dinge oft nicht genutzt werden, liegen bleiben in der Ecke, und dass sie jetzt anfangen zu überlegen, was sie anders machen müssen. Und da gab es dann so zwei Antworten, die immer wieder auftauchten. Die eine war, man hofft so ein bisschen auf, ich kürze es jetzt mal ab, auf Big Data, also noch mehr Informationen über Lernprozesse, über digitale Lernprozesse und auf der Grundlage dieser Informationen dann noch individualisiertere, persönlichere Angebote. Das war so die eine Schiene. Und die andere Schiene war dann, was zum Teil auch explizit Performance Support genannt wurde, nämlich noch mehr Informationen bereitstellen in dem Moment, wenn Menschen, Mitarbeiter, Lerner sie brauchen. Also im Arbeitsprozess, im Arbeitsalltag, Dinge auf Knopfdruck, auf Klick. Also das waren so die beiden Schienen, wo man sich auch so in Richtung Zukunft von E-Learning, Zukunft von Online-Angeboten weiterentwickeln will. Und das ist natürlich eine wunderbare Brücke auch zu unserem heutigen Thema. Thomas und ich haben uns, wie gesagt, auf der Zukunft Personal schon getroffen. Von daher weiß ich jetzt ungefähr, was kommt. Wir haben das auch noch mal so ein bisschen hier auf den Kontext zurechtgebrochen. Thomas, magst du einfach mal den Stab aufnehmen und uns so ein bisschen in das Thema einführen? Also wir sind hier relativ offen, die Mikrofone sind es auch. Der Chat ist auch da, also bitte schreibt Fragen oder Anmerkungen rein. Wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet auf der Co-Learn-Seite. Also wer sich Informationen oder Kommentare aufgespart hat hier für unseren Chat, der kann das jetzt hier gerne tun. Also wir sind jederzeit, Thomas, nicht wahr? Also offen da zu unterbrechen und Fragen aufzunehmen und hoffen da so schnell in eine Diskussion reinzukommen. Genau, ja, danke. Ja, genau, wir haben auch ein paar Folien vorbereitet, ein bisschen was auch von den Folien von der Zukunft Personal, dann auch so ein bisschen was zu den Aufgaben im Sprint, ein bisschen Sachen zusammengesammelt und hoffen natürlich auch, dass wir, kriegen wir sicher auch eine gute Diskussion hin. Der Jochen hat eigentlich schon eingeführt, ne? Vielleicht, aber können wir da vielleicht nochmal ganz kurz drauf verweilen. Also, ich bin ja so seit 20 Jahren im SAP-Konzern, war lang intern in der Personalentwicklung. Das war, also Performance Support ist mir da auch vor einigen Jahren schon mal eher unter Performance Consulting und über den Weg gelaufen. Inzwischen wird es aber eigentlich wieder, ist es ein Thema, was wieder ein bisschen aktueller wird. Vielleicht auch aufgrund so Modellen wie, habe ich jetzt eigentlich auch eine schöne Folie dazu, wie 10, 20, 70. Kennen wir alle, oder den 5 Moments of Need. Und ich denke, die meisten tun sich schwer, oder stellen sich eher die Frage, gerade im ja, 70-Bereich Lernen im Arbeitskontext oder bei der Arbeit oder durch Arbeit, wie macht man das, ne? Und da bietet eben Performance Support auch einige Lösungen. Ein schönes Modell ist dazu eigentlich auch so die 5 Moments of Need. Das ist auch schon ein paar Jahre alt von Bob Moscher, den man auch an unterschiedlichen Events sieht. Ich habe auch ein, zwei Artikel verlinkt. Findest du eigentlich, da hat das Thema auch nochmal gut aufgerissen. Und der beschreibt eigentlich auch schön, was so die Lernbedarfe sind im Unternehmen. Das ist eigentlich eine einfache, schematische Darstellung. Kann man sich auch anders darstellen. Aber es passt auch gut, finde ich, mit dem 10-70-Thema zusammen, wo er eben sagt, es gibt neue, also ich habe eine neue Aufgabe, einen neuen Job, ich muss irgendwas Neues lernen, ich muss es vertiefen, aber irgendwann muss ich die Kompetenz, das Wissen anpassen, ich muss Probleme lösen, ich muss vielleicht auf Änderungen eingehen. Ja, und da sieht man dann schnell bei 3, 4, 5,
Da ist dann so formelles Training wird natürlich ein bisschen schwieriger. Und da gibt es aber andere Ansätze, ob es jetzt kleine Videos sind, Simulationen und so weiter. Genau, Quelle hier von einem Kollegen, ich weiß nicht, ob er dabei ist, der Moritz, der da bei Kunden herumturnt. Was vielleicht nochmal, da höre ich dann auch gleich wieder auf, um das Thema mal anzureißen, was nochmal Schönes finde ich, es gibt eben verschiedene Ebenen. Also ich denke, was vielleicht viele kennen, sind so Arbeitshilfen-Checklisten von ist eigentlich auch Performance Support, haben wir nachher auch ein, zwei Beispiele, die drucke ich mir vielleicht sogar aus. Gibt natürlich die Hilfefunktion, ob es jetzt ein Handbuch ist in der Schublade oder die Hilfe in der Software bis hin zu, wie hieß der, Jochen Skippy, der war glaube ich nicht so super erfolgreich, nenne ich Ja, Skippy. also du meinst nicht Klaus Klammer, oder? Ja, Klaus Klammer, genau, bei Microsoft. Dann gibt es natürlich mehr intuitiv im Arbeitsfluss verdrahtet, sowas wie eine Rechtschreibeprüfung, ne, finde ich auch ein schönes Beispiel. Viele Apps gehen in die Richtung. Also dass ich zum Beispiel ein Wort unterstrichen habe, was mir zeigt, dass es falsch ist, bis hin zu dann total integriert wie so ein Controller, dass ich nicht mehr, dass ich das, ja, dass Performance Support in den Prozess integriert ist. Genau, also das war es ganz kurz. Ne? Also Performance Support ist nicht ein Ding, das kann ganz unterschiedliche Level haben, aber auch ne, unterschiedliche Ausgestaltungen. Oben vielleicht sogar dann Chatbots oder was auch immer auch. Oder AR-Ansätze bis hin zu wirklich einer Arbeitshilfe vielleicht einfach, die ich mehr oder weniger extern am Arbeitsprozess habe. Das war es ganz mal kurz. Ich wollte jetzt nicht mich zu arg wiederholen, auch zum Artikel. Dann haben wir in den Ressourcen verlinkt. Ne? Oder Jochen, sollen wir mal zu den Aufgaben gucken, was es für Beispiele gibt? Oder ich weiß nicht, ob jemand noch mal was so allgemein zum Thema sagen will. Zum Thema Performance Support. Ich finde vielleicht ein guter Punkt ist natürlich, ne, oft ist Training schnell die Lösung. Und die Frage ist natürlich, ist das Problem, passt das überhaupt zur Lösung? Also kennt ihr den alten Spruch mit, wenn man nur einen Hammer als Werkzeug hat, dann nimmt man den halt auch immer. Manchmal macht aber vielleicht, wird eine Säge Sinn machen, wäre vielleicht hilfreicher, wenn man jetzt was durchsägen will. Und das passt zu dem Thema eigentlich auch gut. Das kommt auch ein bisschen so aus dem systemischen Ansatz, ne, dass man vielleicht schaut, was ist die Lösung? Ist vielleicht eine Änderung vom Arbeitsprozess oder von einem Nutzerinterface? Macht das vielleicht mehr Sinn, wie jetzt ja, eine Schulung? Warten wir jetzt gerade auf so ein paar Beispiele, Thomas, oder Naja, ich wollte wollte dich der? mal Okay. fragen, genau. Oder soll man weitermachen mit den Beispielen? Gerne. Ich habe so ein paar Fragen jetzt schon, aber vielleicht führst du uns erstmal kurz durch Okay, und dann kommen wir alle nochmal gut. zurück zu den, ne, Ah, oder? genau, das war unser Genau. Intro, genau. Beispiele, ich habe jetzt eins so von SAP, ne, ein paar allgemeine zuerst. Ich meine, super Performance Support finde ich Siri oder jetzt Hilfe auch in Software. Also da funktioniert nicht immer so gut, manchmal aber schon, ne? Da gibt mir einfach dann die Software die Lösung. Wir haben inzwischen unsere, jetzt, ganz kurz ein paar SAP-Beispiele. Also wir haben unser Nutzerführungskonzept umgeändert. Ne? Früher war Hilfe im SAP-Kontext relativ deskriptiv. Also da hat man auf F4 klicken müssen, dann hat man gesehen, ja, das ist ein Feld, das Feld heißt XY. Das hilft mir natürlich dann wenig, wenn ich jetzt in der Aufgabe bin und dann weiß ich halt nicht wirklich vom Prozess her, was ich machen soll. Und daher haben wir da jetzt in den ersten Lösungen, also S/4HANA ist also unser neues ERP, haben wir eben Guided Tours, um alle durch alle Prozesse zu führen und auch eingebettet Gesamtprozess-Tutorials, wenn ich einen Prozess verstehen will. Und die Idee ist somit eben, also auch wieder so ein neudeutsches Wort, die Nutzer-Adoption, also die Annahme und das Verständnis und die Akzeptanz von Software zu verbessern, wie man es, ich meine, so eine ERP-Lösung ist natürlich nicht so einfach wie Google, weil die Prozesse komplizierter sind, aber ist ja trotzdem kein Expertensystem für Physiker mehr, sondern arbeiten eben viele Endnutzer auch davon und da muss das eben so einfach wie möglich machen. Kann eigentlich auch so aussehen, dass ich ein Side-Panel habe. Hier sehen wir es auch wieder. Und dann habe ich hier zum Beispiel dann Guided Tours zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt meinen Prozess durchführen will.
Ich kann auch einzelne Assistenten bauen, ist auch möglich. Die können dann je nach Prozess sehr formalistisch sein oder auch dann eher offener mit einer Kollektion von Inhalten. Was ich spannend finde, was wir jetzt letztes Jahr angefangen haben, sind Chatbots. Die helfen jetzt den Lernern, jetzt in unserem Kontext oder den Moderatoren. Also zum Beispiel, das ist eigentlich enger Use Case, aber damit konnten wir es auch schnell umsetzen. Die beantworten Fragen in der Lerncommunity. Praktisch der Trainer muss nicht immer die gleiche Frage beantworten und der Lerner bekommt sofort eine Antwort. Bis hin zu so einem ganz allgemeinen, ja, Digital Enterprise Assistant. Also irgendwann brauche ich sowas vielleicht gar nicht mehr, eine Nutzerführung. Es dauert noch eine Weile. Für einfache Use Cases geht schon. Ich werde wahrscheinlich irgendwann einfach reinreden. Ne? Bitte Urlaub anlegen. Dann fragt mich der Chatbot zurück, wann, wie lang, wie auch immer. Du hast noch so und so viele Tage. Das sowas, da brauche ich dann vielleicht sogar dann gerade in Software sicher weniger Führung. Ich meine, für komplexe Szenarien ist es hier noch ein bisschen hin. Auch spannend ist AR. Also wir kennen zwar von Terminator in seiner tollen Brille, ne, der hat auch ganz viel Kontextinformation gesehen. So in die Richtung geht natürlich hier schon so ein Lager-Kommissierungstool. Da kann ich jetzt beidhändig Warehouse-Picking, also Kommissionieren machen und kann mit Kopfbewegungen dann auch Informationen oder Aktionen in Verbindung mit einem Warenwirtschaftssystem auslösen. Und bin so schneller oder habe mehr Qualität. Ich habe mal bei uns intern rumgeschaut, also ein ganz, ganz ja, einfaches Beispiel sind zum Beispiel hier Job-Aids und Checklisten. Ich habe mal einen Screenshot aus unserem Shadowing, also hab intern im Shadowing-Bereich gemacht. Na, ich finde, das ist auch eigentlich auch Performance Support. Ich habe den Prozess erklärt, hier über so eine Grafik und habe dann verschiedene Checklisten, zum Beispiel um mich vorzubereiten, um einen Kontrakt auszuführen. Da brauche ich jetzt kein E-Learning oder keinen Workshop. Das reicht eigentlich, das kann ich mit reinnehmen, wenn ich dann halt die Aufgabe ausführe. Ja, dann nochmal ein Beispiel extern von einem App. Ich denke, da gibt es jetzt schon die ersten auf dem Markt. Das hier fand ich ganz spannend, dass eine App das unterstützt, Verhaltensänderungen, also wo man früher vielleicht jemanden in den Workshop gesetzt hat oder jemand in den Workshop gegangen ist, das war jetzt der falsche Ausdruck, kann ich jetzt alles online machen, also mit ein bisschen digitalen Befähigung, aber dann wirklich Lernzielsetzungen, Erinnerungen zu Aufgaben, Hinweise zu speziellen Anwendungen, bisschen wie so ein Fitness-App. Was man vielleicht kennt von so ja, Fitnessanwendung, auch ein spannendes Thema. Ne? Und der unterstützt mich jetzt zu einem Thema, zu ein, zwei Zielen, dann eben über eine gewisse Zeit. Auch ein spannendes Thema. Dann haben wir noch mal ein paar Beispiele aus dem Chat. Also Simon hat ein bisschen Input gegeben. Hier der Urgent Request Prozess bei Siemens. Weiß nicht, ob Simon, ob du jetzt was dazu sagen willst, ganz kurz gleich. Oder ob ich es Kann kurz ich machen, vorlesen will ich nicht? soll. Okay, ja, super. Na, das fand ich halt spannend, weil Siemens in ihrem Social Network einen Prozess eingebaut haben, wo man eine Frage stellen kann und die mit dringend markieren kann. Also das heißt, Siemens spart sich viel Geld, wenn sie beantwortet wird. Und die wird dann auch per Push-E-Mail an viele kommuniziert. Und das fand ich deswegen spannend, weil die meisten Performance-Support-Beispiele immer Content heranziehen, der schon besteht und das so ein Zugang ist zu Wissen in Köpfen, aber trotzdem halt, wie du vorhin gesagt hast, im Moment of Need, also nicht zu weit entfernt zumindest. Und die haben mittlerweile, glaube ich, so Antwortzeiten gehabt. Da gibt's ein Paper von Manfred Langen, das lag irgendwie bei einer guten halben Stunde, wo man da eine Rückmeldung kriegt, was ja nicht so schlecht ist, wenn man dringend was braucht. Ich glaube, der Martin hat auch mal was vorgestellt von der Swisscom. Das geht so ein bisschen in die Richtung, der mal so ein intelligentes Mit dem Brain, ne? Frage-Antworten-Portal. Mit dem Ja, Brain genau. Es oder ist sicher mit dem auch, oder? Starmind. Ja, auch spannend, ja, genau. Okay. Danke. Willst du was zu den anderen beiden Punkten sagen? Ja, der eine war, der kam aus dem Office 365-Kontext, wo halt, wenn man online im Browser arbeitet, ich glaube, das ist der große Vorteil sozusagen, der Browser weiß, wo man ist und die Hilfe, die sich dann so rechts in der Seitenleiste einblendet, halt sich genau auf eine Funktion bezieht. Also wenn ich jetzt in OneNote online bin und arbeite da gerade an irgendwas, dann nimmt die halt diesen Kontext mit und zeigt mir nicht allgemein den Einstiegspunkt zu der Hilfe, sondern eben zu der Funktion, wo ich gerade bin. Und das Dritte ist was ich sehr oft nutze, also dass man einfach
ein Referenzsystem hat. Bei uns ist es halt ein Wiki, wo zu jeder Software, jeder Hardware, jedem Buch, was wir so nutzen, einfach eine Seite drin ist. Und wenn ich jetzt ein Problem mit der Hardware habe, ich weiß halt genau, ich muss den Namen der Hardware in das Wiki eingeben und dann habe ich dort Treiber, Benutzerhandbuch, Tipps und Tricks, bekannte Probleme und womöglich kleben halt auch einen QR-Code drauf, dass man einfach nur mit dem iPhone oder iPad das schnell abscannt und dann auch sofort bei der Hilfe ist. Das ist was, was ich oft verwende, wenn ich irgendwie eine Hilfestellung zu irgendeiner Gerätschaft oder irgendeiner Software brauche. Das waren die drei Beispiele. Okay, cool, vielen Dank. Ich sehe noch ein paar im Chat, kann ich vielleicht mal vorlesen, sonst könnt ihr hier noch gerne zuschalten. Also ein hier Link zum Bolt-Mosher-Event, dann Sandra, abhängig von Inhalten, Lernziele macht Performance Support auf jeden Fall Sinn. Es kann nämlich auch entlasten, Wissen zu lernen, das schnell veraltet oder unnütz ist, ja. Wie ist das eigentlich, Jochen? Sollen wir die Sachen kurz vorlesen oder nur scannen? Ja, ich überlege auch gerade, aber vielleicht kann ich kurz eine andere Frage noch dazwischen Mhm, werfen. klar. Du hast jetzt gerade so ein paar Beispiele aus der SAP-Welt aufgezeigt. Wie entstehen diese Lösungen? Also sitzt da ein Projektmanager da und sagt, okay, ich habe jetzt auf meiner To-Do-Liste auch Performance Support und da ein Thema und jetzt bauen wir auf dieser Ebene etwas? Oder wartet man, bis die ersten Nutzer an Grenzen des Systems stoßen und merkt auf einmal, okay, da brauchen wir eine Lösung und Performance Support wäre vielleicht diese Lösung. Also wie geht ihr da vor? Wie entstehen solche Lösungen eigentlich? Oder ordnet ihr vielleicht jetzt, wenn man den Chatbot zum Beispiel erst im Nachhinein Lösungen Performance Support zu? Also sprich, da hätten wir sowieso etwas entwickelt oder wollen gerne experimentieren und merken am Ende des Tages, okay, passt in den Bereich Performance Support. Das sind jetzt so drei Wege. Also bei wem Also, hebst du die Hand oder gibt es da eine Routine oder etwas? ich würde sagen, das Thema Performance Support oder Unterstützung von, ja, wirklich, vom Arbeitsprozess, ich meine, das ist ja einfach gehört einfach zur Toolbox, wenn man jetzt mal Lernprojekte macht oder allgemein Projekte, die irgendwas mit Wissenstransfer zu tun haben und dann muss man halt immer schauen, was im jeweiligen Bereich Sinn macht. Ich meine, jetzt so ein großes Thema, wie das ist Teil jetzt bei der SAP Anwender-Nutzerführung ist, war natürlich schon ein Riesenbrett und da haben wir lang evangelisiert. Jetzt auch viele Kollegen, jetzt war sicher nicht ich maßgeblich, wir hatten auch schon mal einen Anlauf, der lief da nicht so gut, weil es dann eher die, wieso auch immer, würde es halt so weit führen. Ich denke, allgemein kann man sagen, es sollte halt zur Toolbox gehören, wie jetzt auch so alles rund um Kollaboration, aber auch Instruktionsdesign, ne? Und muss man halt immer schauen, was im jeweiligen Fall Sinn macht. Ich meine, Also, ja. was Also für ein schönes es gibt Beispiel. so keinen Automatismus bei euch, höre ich so ein bisschen raus. Also man sollte es eigentlich im Erfahrungsschatz haben als Projektleiter, wenn man mal die Zielgruppe so bezeichnet, um dann zu wissen, okay, ab einer gewissen Größenordnung, ab einer gewissen Komplexität des Themas, ab einer gewissen Durchdringung von Arbeitsalltag und Arbeitsprozessen sollten wir auch an diesen Kanal denken. Also ich finde eigentlich, man sollte immer, wenn man irgendwas mit Lernen als Projekt machen, sollte man immer überlegen, wie kann ich die Anwendung unterstützen. Okay. Und wir hatten ja vorhin kurz, ich meine, wir hatten einmal eine Kampagne zum Thema E-Mail-Effizienz. Da hatten wir jetzt auch kein E-Learning gemacht, da hatten wir ein Workbook gemacht mit vielen Checklisten. Das kann dann schon unterschiedlich aussehen, aber die Denke, die sollte, weil im Endeffekt, klar ist ja die Frage, was ist das Ziel von Training und Weiterbildung, aber meistens ist es ja irgendeine Verhaltensänderung, eine andere Leistung oder so. Ich denke, da sollte man es eigentlich immer mit berücksichtigen. Vielleicht auch wieder ein Austausch, eine Reflexion ist auch wichtig, um Inhalte zu vertiefen. Genau, danke. Also ein Ja, du, gutes. Ne, Entschuldigung. ich war jetzt auch mit dem Auge gerade im Chat, Thomas. Also. Meine schöne ein schönes Beispiel ist eigentlich auch, ne, das Kompetenzmodell vom ATD, der American Society for Talent Development oder wie die heißen, da ist es auch nur ein Baustein neben anderen Punkten halt, ne, wie Change Management, Programmmanagement, da ist halt Performance Support oder wie die es auch immer nennen, ist ein Baustein. Ja, ich glaube, es heißt dort Performance Improvement und Mm-mm. es ist so ein Kompetenzmodell für, ich glaube, Learning Professionals heißt es. Und dann ist so einer von sechs oder acht Bausteinen heißt dann Performance Improvement. Genau.
So, im Chat hat sich jetzt ein paar Sachen angesammelt. Also rein praktisch, jeder kann auch gerne das Mikro übernehmen und einfach hier die Frage stellen. Ich bin jetzt auch gerade an der Stelle, wo du warst, mit Bob Moscher. Ja, der kommt hierher. Das ist ja den, den du auch gerade genannt hast, mit den Five Moments of Needs war es, glaube ich, ne? Genau, da ist in Frankfurt, dann ist er bei Haufe, genau, und dann bei der Deutschen Bahn und Know-how. Ich glaube, ein paar Events hier, ja. Genau, dann sehe ich hier den Christian Böhler. Hallo Christian. Wir haben uns auch auf der Zukunftspersonal gerade gesehen. Hast du das parallel auch gerade, Thomas, oder? Ich gucke auch gerade drauf, genau. Oder Ja. was meinst du? Sollen wir da nochmal kurz durchgehen? Einfach Ja, ich dort bin die. jetzt gerade bei 13:12 Uhr, um so ein bisschen auch in der Chronologie zu bleiben, dass wir da kein Stichwort übersehen. Noch ein paar Beispiele eben. Ne? Also ich finde das Beispiel mit der App von ThyssenKrupp zur Unterstützung für Wartung von Aufzügen. Die haben, glaube ich, irgendeine AR-App. Das ist eigentlich cool. Das ist schon sehr advanced. Ja. Okay, hast du schon es geschafft, parallel dazu auf diese Link zu gehen? Nee, ne? Nee, Ja. nicht, dass es mir mein Skype wegschießt oder Hätte so. ich aber gesagt, Respekt. Dann der Florian Kunde ist auch ganz aktiv. Jetzt weiß ich aber gar nicht genau, was sein Ursprung war oder die Motivation, hier überhaupt mal bei Performance Management, Performance Support reinzuschauen. Ich glaube, es fängt ganz oben an mit Innovationsmanagement im regionalen öffentlichen Schulsystem. Okay. Ja, bei Lehrern ist es wirklich im Klassenzimmer zu unterstützen. Ja, keine Ahnung, gibt es sicher auch Möglichkeiten. Wahrscheinlich in der Interaktion mit den Schülern ein bisschen schwieriger, aber die haben wahrscheinlich ihre Bücher, ihre Unterlagen, keine Ahnung, da kenne ich mich gar nicht aus. Aber Florian, vielleicht magst du kurz die Verbindung herstellen zwischen deinem Projekt, deinem Auftrag und dem Thema Performance Support. Ich glaube, wenn du dein Mikro einschaltest, wenn du es noch nicht getan hast, dann könntest du einfach hier loslegen. Ja, hallo, hier ist Flo. Hallo, das klappt. Schön, dass ich mich hier beteiligen darf und ich bin auch auf das Video, weil es erstmal sehr interessant zu den Aufzügen und auch was ich so zum Performance Support schon gelesen habe. Ja, wo ich mich gerade konkret mit beschäftige, ist, dass wir dieses Thema ja auch in Schulsystem einbringen wollen, diese neuen Lernformen und auch besonders erstmal in der Lehrkräfteausbildung und Fortbildung. Und dann machen wir jetzt einen MOOC zum Thema Trickfilm, aber in dem großen Kontext Flipped Classroom, wo wir halt der Reihe nach so die Methoden für ja so neue Lernformen vermitteln wollen. Wollen wir jetzt erstmal mit Trickfilm anfangen. Jetzt überlege ich, wie können wir denn da vielleicht die Lehrkräfte dann noch stärker im Alltag irgendwie begleiten? Also ja, im Unterricht ist das ja hier diese Frage Performance. Das ist ja gerade direkt hier im Unterricht die Frage, wie man da ja direkt unterstützen kann, am besten sogar. Okay, also dass die Lehrkräfte so kleine Hilfe haben, vielleicht nicht direkt im Unterricht, aber kurz davor, kurz danach oder um sie vielleicht nochmal kurz zu ihnen kleinen Hilfen zu geben zur Umsetzung, zur Anwendung, zum Einsatz neuer Medien. Ja, Ich überlege mir eben, welche Methoden könnten wir denn oder welche Tools könnten wir denn da gut einsetzen für. Ja, können wir, ich gucke, und wir kommen nachher zu den Methoden, ne? Dann kann man vielleicht auch da nochmal drauf gucken, ne? Weil im Endeffekt, was so vorgeschlagen wird, oder wir können nochmal hinspringen, ist ja, dass er dann sowas wie eine, gibt halt Designprinzipien, aber klar musst du irgendwie eine Aufgabenanalyse machen, gucken, wie kritisch ist die Aufgabe. Also du machst du nicht zu allen Aufgaben, das explodiert da sonst. Und dann musst du eben überlegen, über welche Lernmaßnahmen kannst du es dann vermitteln. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Ebenen auch. Das können dann kleine Videos sein, das kann eine Checkliste sein. Das kommt dann immer drauf an, auch wie die Handlung ist. Im Maschinenkontext ist es wahrscheinlich dann eher irgendwas mit, keine Ahnung, AR-Kiosksysteme, was auch immer. In der Schule ist es dann doch vielleicht ein Handbuch oder ist halt die Frage, was kann ich als Lehrer, wenn ich da so eine AR-Brille aufhab, dann kommt vielleicht nicht so gut an oder ist schwierig in der Schule.
Ja, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Schulcloud, ja, ist ein spannendes Projekt. Ist es, glaube ich, ein bisschen ein anderes Thema wie Performance Support halt auch, ne? Performance für Lehrer könnte, ein Feedback ist im Dingens, im Chat, ne? Aber auch Ablaufpläne und Checklisten, genau, für Umsetzung verwenden als Erinnerungsstütze. Ja. Zur Vorbereitung, zur Nachbereitung vielleicht im Prozess drin. Ja. Okay, dann warte ich jetzt einfach nochmal, was jetzt weiterkommt zu den Methoden und so weiter. Wir wollen halt schon ein bisschen über dieses klassische Denken, was Schule ist, halt hinausgehen, weil wir denken halt, Schule ist so und so mit Papier und dem allen. Das wollen wir verändern. Und deswegen auch bin ich auch hier, weil ich weiß, in der Wirtschaft und in vielen Bereichen gibt es da viel Erfahrung. Die muss halt nur irgendwie mal ankommen bei uns. Und das möchte ich halt erreichen. Ja, genau. Nee, sehr schön. Danke auch für deine Wortmeldung. Und noch eine Info, also das Ganze ist ja als MOOC, also als E-Learning bereits angelegt, geplant und soll sich eben dann halt auch auf ganz Hessen auswirken, sodass dass ich zumindest nicht selbst mehr mit Papier arbeiten möchte. Vielleicht mit Ausdrucken schon, aber das können wir auf jeden Fall hessenweit nicht unbedingt ausstreuen. Ja, danke. Ja, danke dir. Thomas. Okay, sollen wir dann mal so in die Methoden gehen? Also da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Vielleicht sind da ein paar Kollegen dabei, die schon Projekte gemacht haben. Dann können wir da vielleicht auch nochmal reingehen oder auch nochmal dann reflektieren zusammen. Ich habe jetzt also mal ein paar zentrale Designprinzipien habe ich hier aufgezeigt. Also wichtig ist, dass Performance Support im Arbeitsfluss, im Workflow eingebettet ist. Workflow ist immer ein bisschen doppelt deutlich, deshalb habe ich Arbeitsfluss geschrieben, dass es eben schnell leicht verfügbar ist im Bedarfsmoment. Ne? Sobald ich dann einen Medienbruch habe und 10 Klicks habe, dann verliere ich natürlich schnell jemand oder irgendwo anders hingehen muss. Natürlich ist es hilfreich kontextsensitiv, also jetzt Zugang von Ressourcen, sage ich mal, müssen nicht immer Inhalte sein, je nach Rollen. Und auch nicht zu viel Informationen, also gerade genug. Also ich glaube, es gibt auch so eine Formel, 2, 3 Klicks, maximal 10 Sekunden oder so ähnlich. Und optional weitere Möglichkeiten, ne, zur Vertiefung und Suche. Da ist er dann, da die Pyramide ist ja ganz interessant. Ne? Also wir haben dann Arbeitsschritt, also ob es jetzt irgendwie eine Handlung in einem Softwaresystem oder ja, irgendwas abarbeiten, eine Rechnung oder was auch immer ist. Natürlich in der Produktion muss ich da anders rangehen. Klar, die ist in irgendeinem Kontext die unterstütze ich dann und kann dann noch weiter Hintergrundwissen, Infos, vielleicht auch optional vertiefendes Lernen oder Verknüpfung mit anderen Menschen anbieten. Aber ja, das ist sehr allgemein natürlich, ne? Das muss man immer auf den individuellen Prozess runterbrechen. Da kann man auch nochmal hier sowas als Anhaltspunkt nehmen. Also hier auch mit ein paar Tools, die ich jetzt noch von früher kenne, eigentlich so von der Arbeitswissenschaft. Wie kann ich vorgehen? Also macht natürlich Sinn, nachdem ich einen Rahmen für irgendeinen Prozess, für irgendeine Zielgruppe definiert habe, dass ich schaue, welche Aufgaben sind jetzt in dem Prozess, also eine Job-Aufgabenanalyse und dann auch schauen, welche Aufgaben sind kritisch, also wo gibt es viele Fehler, wo ist ein Fehler, ein Problem, ein Risiko zum Beispiel, ne? Das ist dann so die kritische Aufgabenanalyse und dann kann ich eben auch schauen, wie baue ich dann Lernmaßnahmen. Also wir hatten auf der Zukunft Personal, der Thorsten hat es erwähnt, die hatten im Versicherungsbereich kurze Videos dann für Vertriebskollegen. Dann glaube ich auch im Verkaufsprozess. Ne, bei uns sind das eher Guided Tours oder Tutorials. Das kann eigentlich ganz unterschiedlich dann sein. Muss man wieder abhängig machen vom Thema und ja, vom Kontext eben. Jetzt kommen parallel nochmal einige Sachen hier links rein. Also das war es mal ganz kurz. Da könnten wir jetzt eigentlich nochmal viel in die Details gehen. Was ist eine Job-Task-Analyse oder so eine Critical Skills, ne, was ist das? CSA, Critical.
Ja, hänge ich gerade, oder der Learning and Performance Plan, also die kann man euch im Detail angucken. Ich wollte jetzt auch nicht zu viele Folien mitbringen. Okay. Genau, also ich habe gerade jetzt parallel geguckt in den Chat. Also Elisabeth hat nochmal einen weiteren Link hinterlegt, allgemein zu Performance Support. Und der hier, den ich hier verlinkt habe, der ist auch ganz gut, der ist von Bob Mosche, auch schon ein paar Jahre alt. Da hat er das Konzept nochmal allgemein beschrieben. Also eine Analyse der Inhalte, die mir Reflexions- und fachliche Tipps gibt. Ja, ich weiß nicht, zur Methodik. Also waren jetzt ein paar andere Themen im Chat, aber ich wollte nochmal vielleicht nochmal in den Raum werfen bezüglich Methodik. Also wer von euch, also hat jemand Erfahrung, will da jemand noch ein bisschen mehr Input liefern? Habt ihr weitere Beispiele? Was man im Endeffekt sieht, natürlich jetzt auch am allgemeinen Vorgehen. Also was Performance Support, egal ob es elektronischer Performance Support ist oder sowas wie ein Shadowing oder sowas. Also es gibt da verschiedene, also gerade der Technisierung. Der Christian hier. Ja. Ich weiß nicht, ob ich gut zu hören bin. Bin ich gut zu hören? Ja, Ja. sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ich habe, glaube ich, 2011 oder 2012 angefangen mit Performance Support. Ich bin da durch Zufall drüber gestolpert, weil ich an der Konferenz teilgenommen habe und da Tango kennengelernt habe mit dem, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, iPro oder sowas. Das war ja schon auch eine softwaregestützte, für Software allerdings, Performance Support-Lösung. Und dann die Know-how AG, TTS und so weiter mit diesen ganzen Lösungen. Was ich total schwierig finde, das Konzept ist super und ich glaube, das ist genau das, was die Lerner auch brauchen. Nur das Überzeugen der Entscheider, das Geld dafür locker zu machen oder solche Projekte zu finanzieren, das finde ich unglaublich kritisch. Also selbst wenn der Wert erkannt wird, wird aber mehr in Führungskräftetrainings investiert als zum Beispiel in Performance-Support-Lösungen. Woran ich total interessiert bin, ist Best Practices, wie man Stakeholder überzeugen kann, tatsächlich. Oder gegebenenfalls auch einfach ein gemeinsames Weinen, wenn es auch noch anderen so ergeht. Also wir haben eine Folie gemacht, das passt jetzt hier. Warum ist das noch nicht so ein Thema, ne? Also ich glaube, da hatten wir vorhin diskutiert. Oft wirst du als Learning and Development wird eigentlich auch angefragt, bitte macht ein Schulungsprogramm. Wenn ich dann sage, nee, da macht eine App vielleicht mehr Sinn oder ja, irgendeine Unterstützung im Arbeitsfluss, dann ist das vielleicht nicht die Erwartung, weil vielleicht auch die Sozialisation oder weil das Wording nicht verstanden wird. Oder wir haben auch natürlich eine Dynamik durch Anbieter und Technologie oder Schulungsanbieter, ne, die, klar, die bieten eigentlich auch keinen Performance Support an. Also ich denke, es ist ganz unterschiedlich. Interessant Also ist schon, ne, im amerikanischen Kontext, da ist das Performance Consulting und Improvement, also aus der systemischen Ecke, das ist schon länger ein Thema, ne, da gehört sogar so zum Rollenbild von der von einem Trainer, also von dem größten Verband. Okay, wir haben jetzt nicht so einen Verband wie ATD oder früher ASTD, aber bei uns ist es einfach noch nicht so ein Thema, ne? Kommt jetzt ein bisschen, ne? Thomas, ich habe das Gefühl, so ein Teil einer möglichen Antwort, die war in einer der ersten Folien auch bei dir. Und wir hatten darüber in Köln auch schon mal gesprochen. Das ist das zum Beispiel das 70-20-10-Modell. Also wenn man von vornherein anfängt, eine Maßnahme nicht mit einem Training zu beantworten oder einem E-Learning, sondern in zum Beispiel diesem Bilddenken, dann überlegt, wie kann ich auf den verschiedenen Ebenen, also 70, 20, 10, die Umsetzung, den Praxistransfer einer Maßnahme, auch die Vermittlung von Inhalten unterstützen und dieses gesamte Paket anbietet als Lösung. Da komme ich so ein bisschen aus der Verlegenheit raus, bei Führungskräften oder Entscheidern für Performance Support Budget beantragen zu müssen oder für ein Training, weil dann würde mein Konzept automatisch aus einem Gesamtbild bestehen, das natürlich Antworten auf den einzelnen Ebenen enthält. Was ich jetzt gemacht habe, damit ich das eben irgendwie tatsächlich auch beginne umzusetzen,
Ich habe einfach mal angefangen, eine Grafik zu erstellen. Ich habe sie tatsächlich selbst gezeichnet. Und ja, man kann explorativ drüber gehen. Man kann auf bestimmte Dinge, das ist wie so ein Wimmelbild, draufklicken. Geht um Agile Product Management oder Development. Und das, was dann da aufpoppt als modales Fenster, beinhaltet drei Spalten. Und da ist dann eben 10, 20, 70 aufgeführt, ne? Also so ein ganz kleiner Teil Präsenztrainings, 20% für Austausch, wo welche Skills haben wir schon, welche Communities haben wir schon, aber dann im Wesentlichen auch 70. Und bei 70 sind nur Handlungsanweisungen oder Empfehlungen vielmehr. Also das heißt, wenn ich Design Thinking gelernt habe, wie kann ich dann Design Thinking im Alltag Schritt für Schritt von einem Level, von einem unteren Level bis zu einem sehr erfahrenen Level bearbeiten? Da bin ich echt mal gespannt, was dabei rauskommt, und das teile ich dann auch gerne hier im Sprint. Gerne, also das bringt mich nochmal, da habe ich nochmal, also es passt zu einem Thema, was wir gar nicht aufgebracht haben, aber was eigentlich in die Richtung geht, was du gerade dargestellt hast. Im Endeffekt muss es Teil von der Lernarchitektur sein, ne? Sowas wie hier. Wenn ich irgendein Bild habe von meinem Portfolio, also ich biete eben E-Learning an, also alles unter 10, 20, 70, und bei 70 ist eben, ob es jetzt ein Micro-Learning ist oder ein Job-Aid oder ein Assistent oder was auch immer. Aber da muss ich mir dann überlegen, ne, wie kann ich wirklich die Handlungen, die Prozesse unterstützen. Ja, stimmt. Also da, vielleicht hilft es auch so nochmal reinzubringen in die Firmen, ne? Also dass man es Teil wirklich von den Lernarchitekturen macht. Also ich weiß noch, bei uns früher wird wahrscheinlich immer noch gemacht, auch beim Design von Lerninterventionen, dann muss ich eben immer schauen, okay, Lernziele, okay, formell, aber auch 2070, wie unterstütze ich dann Reflexion, wie unterstütze ich die Umsetzung? Ja, da hilft es dann vielleicht auch nochmal. Ja, ich denke, das ist dann auch Performance Support, weil das alleine Lernen bringt ja noch nicht eine höhere Performance. Ja. Die Performance kommt durch die Anwendung, durch die kontinuierliche Anwendung. Also das ist ja dann im Prinzip auch Performance Support in der Art und Weise. Ja, absolut. Ja, ich Wir bin mal haben. gespannt. Also das ist dann halt das Überzeugende der Stakeholder über einen anderen Weg, und ja, aber trotzdem unglaublich schwierig, daraus ein größeres Projekt zu machen und zu verankern in den Köpfen, dass es auch anders ginge. Ja, aber ich glaube, Es es geht wirklich nur über so größere Modelle, und da ist 70, 20, 10 ja auch nur eins. Also wir hatten auf der Messe auch Teilnehmer oder Referenten, die hielten dann Learning Journeys hoch. Also dass man von vornherein ja, Lernaktivitäten anders konzeptioniert, als da ist ein Problem und es gibt jetzt eine Antwort, ein Seminar, ein Online-Training, sondern gleich versucht so in Richtung Kampagnen zu denken, in Richtung Journeys, in 70, 20, 10. Also da gibt es sicher so drei, vier Modelle, die einem da helfen können, von vornherein so den Fokus ein bisschen breiter anzulegen und dann natürlich auch halt nicht mehr, was Budgets angeht, für eine Maßnahme das Budget zu beantragen, sondern gleich für ein breiteres Konzept. Ja, ich habe auch noch mal ein paar, genau, ja. Also ich habe auch noch ein paar von den Chat-Nachrichten gesehen. Das sind auch noch mal ein paar gute Punkte. Sollen wir da noch mal reingehen, Jochen? Sehr gerne. Ich habe jetzt ein bisschen da den Anschluss verloren. Also Sandra hat noch mal ein paar Das ist okay. Methoden, Ja, genau. finde ich auch gut. Genau, Critical Incident Technik, die ist auch hilfreich. Also Beschreibung von so Best Practices oder Arbeitsschritte, die sehr schwierig oder kritisch fürs Gelingen von der Gesamtaufgabe sind, die Methode hilft auf jeden Fall. Aber wichtig bei Performance Support ist sicher Fokus. Also ich kann es nicht für alles machen, aber für ja, kritische Prozesse oder Aufgaben. Dann noch was zu den Herausforderungen, Elisabeth. Das stimmt. Also Performance Support ist sehr abteilungsübergreifend. Also da ist IT Operations, dann eben die Line of Business in ihrem Prozess, man sich gerade bewegt natürlich. Also daher ist es natürlich nochmal ein komplexeres Thema. Die Moments of Needs haben wir hier nochmal von dem Peter Nitz-Mangold. Genau, das ist die Lernbedarfe, genau, so eine deutsche Übersetzung. Ich meine, ein Punkt ist natürlich, wir fokussieren uns immer noch auf Lernen oder Learning oder Training. Aber also, ja, ich habe auch noch kein besseres Wort gefunden. Wenn wir von Arbeiten reden, dann, na klar, also die Trennung aufzuheben ist natürlich wichtig, aber vielleicht ist das natürlich auch ein Wording-Thema. Also das ist natürlich auch nochmal ein guter Punkt, den Elisabeth macht. Ja, wir hatten es heute Morgen auch in unserer kleinen Vorbesprechung. Also wer diese Arbeitsgruppe um Jane Hart kennt, also die
jedes Jahr diese 100, 200 Tools einsammelt. Die haben schon vor 3, 4 Jahren, ich überlege gerade, Thomas, weißt du, wie die Arbeitsgruppe heißt, wie die sich nennen? Ich glaube, Internet Das ist die Time Internet Time Alliance. Alliance, Genau, ja. Alliance, ja. Sie haben schon vor 3, 4 Jahren angefangen, so ein bisschen mehr in Richtung Performance ihre ganzen Maßnahmen, Modelle, Schaubilder auszurichten und weg von Learning, weil sie halt meinen, oder versucht haben, diesen Reflex zu unterbrechen, dass da, wie du eingangs auch gesagt hast, dass man da ein Problem hochhält und sofort mit einem Training oder Learning antwortet. Gerade natürlich als Personalentwickler. Und da eher nochmal angehalten wird, einen Schritt zurückzugehen und sagen, okay, es geht um die Performance am Ende und wenn da ein Problem ist, kann die Antwort natürlich auf ganz verschiedenen oder in ganz verschiedenen Bereichen liegen. Ein Bereich ist sicher Learning, Training und was dazugehört, aber da kommen noch viele andere Bereiche dazu, um ein bisschen diesen Automatismus zu unterbrechen. Problem und Personalentwickler sagt natürlich Training. Also da ist Performance schon länger so auch im Wording angekommen. Ja, die evangelisieren das Thema auch relativ stark. Moritz, wolltest du was sagen? Ich habe gerade einen Chat gesehen. Nee, es lief über den anderen Chat. Nee, Wollte gerade okay. sagen, wo siehst du ihn überhaupt? Ne, der ging in einem anderen Skype hoch und egal. Okay. Okay. Haben wir noch eine weitere Frage gehabt. Warte mal. Und zwar, das geht jetzt auch nochmal schon ein bisschen in die Richtung, was wir jetzt gerade diskutiert haben. Wie verankert man das besser im L&D-Bereich? Ist nicht da eine organisatorische, eine Skill-Frage? Das war, genau, wie bekommen wir das Thema besser in den Alltag von Learning and Development? Auch ich weiß nicht, wäre nicht toll, wenn sich der Moritz, wenn du dich irgendwie einschalten könntest, weil ich habe ja auch eine Folie von dir geborgt. Also Moritz war bei einem großen, sehr großen Schweizer Konzern und hat da auch das Thema so eingeführt. Und da hat er eine organisatorische und Rollenkomponente und hat auch geschaut, dass es natürlich Teil von der Learning oder von der Trainingsorganisation wird. Mit jeweiligen Rollen eben. Ja, ich weiß nicht, ob ihr anderen, weiß nicht, ob das klappt beim Moritz, sondern ob die andere da noch Ideen habt. Na, wie bringen wir das Thema noch besser in den Learning-Bereich? Ich denke, vielleicht kann man eigentlich zwei Sachen unterscheiden. Also ein bisschen hat man es schon angerissen. Eigentlich sollte man eigentlich die Frage in jedem Lernprojekt sich stellen, ne? Wie kann man die Performance oder auch die Anwendung unterstützen, neben anderen Fragen? Oder natürlich auch, ist Training überhaupt die richtige Lösung? Oder vielleicht gibt es ganz andere Ansätze, da brauchen wir gar kein Training. Aber na, hat sicher natürlich auch nochmal einen Rollen- und organisatorischen Aspekt. Das war ja auch die Frage, mit der ich dich so in den letzten Tagen gequält habe, ne? Also, wie kann man das bei Learning and Development besser verankern? Also, ist es, wie gesagt, so etwas, was man im Werkzeugkoffer hat und dann automatisch rauszieht? Ist es etwas, ja, dass man in Absprache mit den Verantwortlichen für die jeweiligen Prozesse oder Themen oder Produkte entwickelt? Also, wie bekommt dort Learning and Development einen Fuß rein, sodass das Thema auch dann wiederum in der Community etwas breiter und vielleicht auch offensiver angegangen wird. Jetzt haben wir hier ganz viele Links, auch die nochmal hier im Chat auftauchen. Also da schon mal ein herzliches Danke. Das ist sicher viel zu viel, um jetzt hier einzeln drauf einzugehen. Ich denke auch hier der Nick Shackleton Jones, der schreibt schon auch seit langer Zeit zu diesem Thema. Hat auch jetzt, ich habe, wenn ihr mal auf die Co-Learn geht, dann ist der erste Kommentar auch so ein Beispiel von ihm, wo er ganz praktisch mal sowohl einen Experten am Telefon und Alexa und Google, glaube ich, gegeneinander antreten lässt, um ihm bei einem Problem zu helfen. Klammer auf, das Problem ist, glaube ich, ein Pfannkuchen, den er backen will. Aber da findet man auch in seinen Blogs noch ganz viele Einträge zum Thema und es geht auch immer genau in die Richtung, also weniger in formalen Kursen zu denken, als mehr in, was sind das für Ressourcen, die einem Menschen dann bei ihrer Arbeit, in der Arbeit helfen? Könnt ihr mich hören? Ja, Ja, wunderbar. jetzt funktioniert es. Hallo Moritz hier. Ne? Ich habe Cool. jetzt zwei Folien von mir gesehen, deshalb springe ich da jetzt mal kurz rein. Sorry. Ja,
Das Thema Organisation ist eigentlich ein relativ spannendes. Es ging vorher nur um die Frage, wie kriegen wir das Ganze besser platziert? Und wir haben oftmals wirklich das Problem, dass jeder versteht, dass wir Performance Support brauchen, aber trotzdem wird es nicht gemacht. Was ich festgestellt habe, ist, dass wenn wir das organisatorisch auf eine andere Ebene aufhängen, dann kriegen wir erstaunlicherweise auch die viel höhere Akzeptanz. Das heißt, ich gehe nicht über ein Projekt rein und setze dort meinen Performance Support ein, sondern ich setze mich über die Projekte hinweg und sage, ich mache einen Standard, der für alle Applikationen, sprich für den Endanwender, überall gleich ist. Und das hat sich deshalb auch hier dieses Organigramm an der Stelle zeigt, wenn ich das als Linienorganisation aufbaue, unabhängig von einem Projekt, dann kriege ich auch die Akzeptanz dafür, dass ich das Ganze mit einem Change Management bedecke. Und wir haben das wirklich bei einem Kunden auch so gemacht, dass wir nicht permanent Change hatten, sondern in dem Moment, in dem wir den Ansatz aufgebaut haben und ihn in die breite Masse geführt haben, sodass wir für jegliche Art und Weise von Learning eine Online-Hilfe hatten, haben wir einfach auch ein Change Management Toolkit aufgebaut. Und das geben wir jedem Projekt als Standard mit rein und sagen, wenn du mit uns Performance Support machen willst, hast du automatisch auch schon mal das Verkaufsargument, warum, wie es funktioniert, mit einem Storytelling, mit einem, wo das Pyramidenmodell auch erklärt wird, damit jedem klar wird, warum machen wir das eigentlich und was ist der Vorteil. Das finde ich sehr schön und die Entwicklung geht wirklich auch dorthin, dass man dieses 70-20-10 Modell wieder neu aufgreift und es aber auf eine digitalisierte Art und Weise aufgreift. Und wenn man heutzutage in die Management-Riegen reinruft, wir arbeiten an Digital Transformation, dann reagieren die da drauf, ist halt ein Buzzword. Und wenn wir sagen, wir brauchen 70-20-10 in die digitale Welt rein, dann kriegt man auf einmal wieder das Ohr dafür. Das finde ich, funktioniert im Moment wirklich sehr, sehr gut, um das Thema Performance Support permanent zu platzieren und nicht nur als Eintagsfliege für ein Projekt reinzubringen. Also geht es dann so in Richtung Architektur, Lernarchitektur? Genau. Oder ganz wirklich genau. Auch? Okay. Ja. Das war das, was du vorhin auch gesagt hast, eher eine Architektur aufzubauen. Ne? Also ich meine, mit einem anderen Kunden zusammen sind wir genau an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben drei Bausteine, die wir platzieren müssen, die Lernarchitektur auf dieses 70-20-10 Modell bringen, die Organisation dafür zu schaffen, sprich also wirklich auch das in die Linie als Learning Organization aufzubauen und dann auf der dritten Ebene das Ganze auch mit einer Akzeptanz zu vermitteln, sprich ein bisschen Marketing dafür zu machen. Und was da immer super hilft, sind Beispiele aus dem echten Leben, ne? So Storytelling aus, wie lernt ein Jugendlicher heute, wie geht er mit Apps um, wie gehen wir selber im echten Leben um, wenn wir, keine Ahnung, ein Fahrrad flicken wollen, gehen wir auch auf YouTube und das dann zu transferieren in ein und was können wir daraus lernen für unser Performance-Support-Leben im beruflichen Umfeld. Ja, Dankeschön. Aber jetzt nochmal bezüglich Organisation, ich meine, ich brauche jetzt keine eigenen Rollen für Performance-Support-Experten, oder? Das gehört dann einfach zum Skillset auch von einem L&D-Trainingsverantwortlichen, Change-Management-Lead oder so. Ne? Oder was sind da deine Erfahrungen, Moritz? Na, ich brauche nicht neue Personen. Nee, ne? Das will ich damit gar nicht sagen. Learning and Development ist Learning and Development. Aber, und keine Ahnung, ob das auch im Bobs-Vortrag dann wahrscheinlich mit dabei ist, aber im 70-20-10-Modell definiert man Rollen und Rollenaufgaben ein kleines bisschen mehr in Richtung Performance Support. Also Learning und Development hat dann einen Performance Detective, hat dann einen Performance Tracker, ne, der auch hinten raus analysiert, was habe ich mit Performance Support erreicht, an welcher Stelle kommen meine Endanwender trotzdem noch in die Gefahr, dass sie Fehler machen und daraus analysiere ich dann die nächsten Bedarfe. Oder es gibt einen Performance Builder, der dann halt entsprechend Performance Support bezogen Content aufbaut. Sprich, zusammengefasst, es ist weiterhin Learning und Development, ja, ändern, aber die Beschreibung der Rolle
die ändert sich ein bisschen, weil es viel mehr fokussiert ist auf, wie können wir diese 70%, dieses On-the-Job, die Performance des Mitarbeiters erleichtern. Ja. Hat jemand... Moritz, darf ich noch eine Frage hinterher schieben? Die hatten wir, glaube ich, auch in Köln. Gibt es Erfolgsparameter für eure Lösungen? Also sagt ihr einfach, es ist Teil der Architektur und wir bieten das standardmäßig an? Oder gibt es immer wieder auch die Frage, okay, ist das jetzt auch ein erfolgreicher Baustein unserer Architektur, unseres Angebots? Also wird da irgendwas getrackt oder schaut man mal hin, ob die Angebote erfolgreich sind oder was ist dann Erfolg bei solchen Angeboten? Absolut, gerade diese Rolle Performance Tracker, ne? Geht genau in diese Richtung, wo es dann darum geht. Klar gibt es die Standardgeschichten, dann man sagt, wie häufig wird Embedded Learning aufgemacht, wie viele Konsumenten haben wir im Online Help, das ist so der Klassiker. Was wir aber auch sehr oft machen, ist, dass wir User Experience messen. Ne? Und User Experience lässt sich aus dem Change Management ganz klassisch auch über irgendwelche Workshops abfragen, aber halt auch mit Tools, sprich Error Rates von Usern im System oder auch Tools, die rausbekommen, ob Mitarbeiter am Prozess entlang gehen oder ob sie sich einen Workaround bauen. Kennen wir jeder, ne? Jeder von uns weiß, was der Standardprozess ist von irgendwas und jeder weiß, wie der Workaround ist. Und das lässt sich heutzutage relativ gut messen. Und daraus kann sich dann auch wieder ableiten, was eigentlich der zukünftige Bedarf für unser Embedded Learning ist. Ja. Und das sind die Maßnahmen, mit denen wir auch wirklich arbeiten. Also da ist unser größter Erfolg ist genau an der Stelle, dass wir sagen, guck mal, Online-Support hilft, aber wir haben bei der Analyse auch rausgefunden, wir haben möglicherweise den Content an der falschen Stelle angesetzt. Ja, vielleicht schiebe ich noch mal eine Frage hinterher an der Stelle. Ist es auch bei euch ein Thema, den User da irgendwie einzubinden in solche Lösungen? Also sprich, dass er selbst sagt, okay, toll, dass ihr hier Performance Support habt oder wie auch immer dann die kleine Hilfe im Arbeitsalltag aussieht, aber da fehlt mir noch Folgendes oder ich hätte noch folgende Idee oder warum ist es nicht an der Stelle? Wir haben ein Projekt, da machen wir das alles ein bisschen als Piloten, wo wir sagen, wir haben ein Aufzeichentool, vorher hat irgendjemand von einem Instant Producer gesprochen, ne? Wir geben das als zur Verfügung an jeden User. Jeder User kann in dem Moment, in dem er sagt, da hätte ich noch was, es selber aufzeichnen, genau. Weil das Aufzeichnen, das Recorden, das kann auch mit einem Skype-Video oder was auch immer sein, einfach zur Verfügung stellen. Man muss sich daher überlegen, wie stelle ich den Content dann wieder zur Verfügung und ein mutiger Schritt für die Organisation in Zukunft wird sein, das als interne Open Source zu machen, zu sagen, ja, jeder darf posten, was immer er will. Wie es sich in dem ESN jetzt schon sehe, ne? In so einem Enterprise Social Network. Ja. Klassisches Beispiel Workplace, ne? Also das Facebook für Business, da kann jeder reinhauen, was er will. Ist dann aber nicht kontextsensitiv. Deshalb, wir hätten die Möglichkeit, das kontextsensitiv zu machen, müssen dann über unseren eigenen Schatten springen, dass wir nicht überall eine Quality Assurance hinter jedem einzelnen Recording machen, sondern unseren Mitarbeitern auch vertrauen, dass sie Open Source wirklich Content gescheit zur Verfügung stellen. Das wird spannend. Da bin ich mal gespannt, was die nächsten 2-3 Jahre in diese Richtung ergeben. Danke. Wir haben noch ein paar Fragen links habe ich gesehen. Sollen wir da gerade nochmal reingucken, Jochen? Vielen Dank, Moritz. Ja, vielleicht kannst du auch nochmal da dann mithelfen. Also eine Frage ist Performance Support für Mitarbeiter in der Produktion, also Prozessfertigung oder Stückefertigung. Also sicher AR, QR-Codes sind da so eher Themen, was ich schon gesehen habe. Handbücher ist natürlich eher oldschool oder Kiosksysteme. Also da wird ja wirklich ganz oft Augmented Reality genannt, vielleicht auch mal Apps, QR-Codes, genau. Was ich schon gesehen habe im Fraunhofer, die haben in Stuttgart ein tolles New Work Labor, die arbeiten dann mit Handhelds, ne? Weil dann im Arbeitsprozess, mit Wearables, also du kannst im Arbeitsprozess schwierig mit so einem riesen iPad oder so rumrennen, aber so eine kleine Uhr, sowas hier, ne, für ein bisschen größer, dann angepasst, wo du Signale kriegst aus verschiedenen Maschinen,
oder Alerts gibt es dann schon. Also gerade am Fraunhofer, wenn euch das interessiert, Sandra, das ist ganz spannend in Stuttgart, sich das mal anzugucken. Vielleicht kannst du den Link noch da reinpacken, wenn du einen Link hast, Thomas, Ich Entschuldigung. kann Also, suchen, ja, nee, muss ich suchen, aber klar. ja, im Nachgang, genau. Ja, dann eine Frage an dich, Moritz, nochmal, wie schaffst du es, alle Hilfefälle für den Change bereitzustellen? Woher weißt du, was alles benötigt ist? Also ich würde mal sagen, die Kritiker, das ist die Job-Task-Analyse halt mal, ne, die man am Anfang machen muss, die Analyse. Es ist halt, wie gesagt, es ist ein kontinuierlicher Prozess, der im Standard, im Template natürlich mit einer Analyse, mit einer Task-Analyse oder einer Needs-Analysis anfängt. Wenn ich es aus dem Change-Management heraus sehe, würde ich sogar sagen, ich gehe auf eine Change-Impact-Analyse raus. Durch das, dass ich aber auch viele, viele User Experience oder User Adoption-Programme habe, kann ich halt auch wirklich bei laufenden Prozessen immer wieder drauf schauen. Und eigentlich ist gerade in agilen Projekten, wo wir immer kleine Häppchen zur Verfügung stellen, der erste Need relativ einfach zu definieren. Aber das Problem des Users, also die User Centricity, bekomme ich meistens dadurch raus, dass ich sehe, wie der User sich im System verhält. Und wenn ich die Analyse des Verhaltens im System herausnehme und das am besten noch auf Datenbasis, sodass ich gar nicht viel, viel Arbeitsaufwand habe, sondern es wirklich auswerten kann, dann kann ich darüber halt auch wirklich punktgenau, sprich feldgenau oder aktivitätgenau nochmal nachjustieren, war jetzt die Job Description an der Stelle richtig, war die Job Aid genau die richtige oder hat da ein Schritt gefehlt. Also ich sehe das wirklich ganz am Anfang, aber auch dann wirklich in dem Moment, in dem ich etwas zur Verfügung stelle, fängt eigentlich gerade die Gap Analysis erst richtig an. Genau. Und da war noch eine Frage nach Tools. Ich denke, da gibt es unterschiedliche. Wir als bei SAP arbeiten mit Knur zusammen. Die machen so Prozessmonitoring in Systemen. Gibt es aber auch natürlich verschiedene Tools, Autorentools auch, ne? Also Datango, jetzt SAP Enable Now heißt es inzwischen, ist ein Tool, was es gibt. Das ist unseres. Gibt es natürlich verschiedene. Genau, TTS ist das andere große Tool. Denn ich denke mal im deutschen Kontext, die TTS Performance Suite, bei uns heißt das SAP Enable Now. Die sind da relativ ähnlich, dass ich auch dezentral Inhalte erstellen kann mit so Lösungen durch die Fachanwender. Ask Delphi, ja, von Know-how, danke. Ich lese gerade mal vor, einfach was links hochpoppt. Ich habe mir links den Chat parallel aufgemacht. Genau, es sind nochmal ein paar Tools. Ja, ich denke, wir kommen jetzt auch schon zum Schluss, aber ich fand es super, dass da doch so viel Diskussion war. Ja, genau, so herzlichen Dank. Also, genau, die Teilnehmer werden auch langsam so ein bisschen weniger. Ich denke, wir haben auch so unser Ziel erreicht. Wir sind ja noch den ganzen Tag mit dem Thema so ein bisschen aktiv und in der Nachfolgezeit sicher auch. Also, wenn es noch Anmerkungen gibt, dann bitte gerne auf der Kommentarspalte auf der Webseite. Also, die ist ja ohnehin zeitunabhängig offen. Wo es noch Links gibt, die fehlen oder die gefragt wurden, packen wir sie dann sicher auch dort rein, Thomas, oder? Wenn nochmal Fragen kommen. Ja, genau. Also Fraunhofer habe ich mal aufgeschrieben. Dann vielleicht, Moritz, darf ich vielleicht deinen Foliensatz noch verlinken? Muss mal gucken, das Skype, kann man das speichern, die Konversation, dass wir da nochmal durchgehen? Sonst lassen wir es nochmal offen kurz und gucken Ja, halt sonst den machen wir das. Nachhinein. Ja, Ja, nicht, dass wir es verlieren. genau. Ja, herzlichen Dank an alle, also für die Diskussion. Ja, danke auch dir, Thomas, Sehr dass du gut. dich da nochmals für das Thema zur Verfügung gestellt hast. Und wir waren ja auch jetzt viel mehr Teilnehmer, als wir beide schon befürchtet hatten, ne? Wir dachten ja schon, es wird sehr intim hier. Wir könnten das auch auf ganz anderen Kanälen machen. Aber von daher herzlichen Dank in die Runde. Ansonsten, ich denke, einige werden wir wahrscheinlich in Kassel wiedersehen, auf dem Corporate Learning Camp. Ansonsten, der nächste Sprint ist, glaube ich, auch terminiert. Vielleicht noch nicht ganz auf der Colon-Seite verlinkt, aber das kommt auch. Herzlichen Dank jedenfalls für die Teilnehmer und die anderen Kanäle sind noch offen. Also wenn es da noch Fragen und Anmerkungen gibt, bitte einfach in der Kommentarspalte hinterlassen, dann nehmen wir dort den